Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Child of Light. Wir versuchen einen Weg zu finden zum Gebäude im Himmel. Da müssen wir ja hin. Jetzt sind wir gerade in einem, wir sind im Körper eines steinernen Riesen und müssen ihn von seinem Leiden befreien. Und sein Leiden sind Spinnen in seinem Innern. Und das Herz ist voll von Spinnweben und deswegen müssen wir ihn von diesen befreien, indem wir die entsprechenden Spinnen auch töten. Und die sind auch ziemlich eklig, wer so ein bisschen Spinnenphobie-mäßig unterwegs ist. Hier ist auch ein bisschen was. Ja, es fängt schon wieder an zu schlagen. Ein bisschen was ist weg von dem Spinnengestrüpp, aber eben noch nicht, und bei weitem noch nicht alles. Hier haben wir ein Bekenntnis gefunden. Das freut mich. Das freut mich wirklich. Komm, wir lesen es auch gleich mal. Bekenntnisse. Hier. Ah, wir haben sogar zwei Stück, die wir noch lesen können. Rauch quillt. Feuer sprüht auf Linien aus Eis. In Städten tanzen Ideen durch die Nacht. An Oculi und Licht wird nicht gedacht. Eine Traummaschine, gewirkt aus Fleiß. Londons Ausstellungen dreifach bereist. In Pariser Salons die Kunst erwacht. Münchens Musik ist erhabene Pracht. Europas Wunder verlocken als Preis. Doch viele der Träume gehen schnell verloren. Voller Misstrauen spitzen Männer die Ohren. Frauen verstummen. Alle wollen nur Geld. Ob Mann, ob Frau, Zwietracht regiert die Welt. Nur wenige mit dem Blick rein und klar erfahren das Geheimnis von Lemuria. Und hier. Die Spiegel offen, die Suche begann. All die Jahre die Antwort vor uns lag. Nicht Spaniens Archiv es heimlich verbarg. In Rom das Geheimnis nur liegen kann. Verloren beim Fall, als sich die Flucht entspann, ich für Lemuria zurückfordern mag, was Entdecker in ihres Reiches Sarg versteckten unter der Ruinen Bann. Folge zuerst der Nachtstern hell und klar, das Manuskript von Dr. Balthasar gibt Hinweis, wer's in Erins Ritus spricht. Doch schließt er die Spalte. Einigt die Welt? Zeit weicht den Schatten, Dunkel Einzug hält. Wer bringt's in Ordnung? Du, mein Kindeslechts. Ich mag diese Gedichte. Finde sie schön. Aber so schön wie sie sind, wir müssen weiter. Immer weiter. Boing, ungeschliffener Saphir, das Ganze zweimal. Der Spinne hauen wir noch auf den Kopf. Nichts leichter als das. Bäm. 72, verwundbar durch Wasser. Passt. Müssen wir die verlangsamen oder kriegen wir die zwei auch ohne so ein Verlangsamen? Nein, wir machen das. Wir machen das. So. Wir handeln. Wir lullen ein. Ich hätte mich doch, okay, egal. Ich wollte eigentlich, hatte ich noch im Kopf, mich zu verteidigen, aber dann habe ich gedacht, nee, Angriff ist die beste Verteidigung. Aber das ist nicht immer der Fall. So, tschüss erstmal. Wir wollen zu Finn. Denn Finn kann direkt einen Monsun auf diese Spinne da draufhauen. Während Aurora noch einen Hieb hinterherhaut. Bam! Und das war's.
Na, ah, da weicht der Drecksack doch direkt aus. Was soll das? Okay. So, Finn, du darfst gehen. Wir nehmen dann doch wieder Robert für den direkten Angriff. So, ich denke mal noch zwei Hiebe und dann wird sich das erledigt haben. Nein, einer hat ausgereicht, wie ich sehe. Freut mich natürlich. So, wieder mal ein Stufenaufstieg. Ist ja schon eine Weile her. So, Finn. Du hast den Blitzschlag. Und nun gehen wir auf den Monsun. Nora, du? Bei dir wollten wir gerade eben, wusste ich es noch? Bei 30% auf der Zeitleiste beginnen. Nein. Verteidigung, Magieresistenz, LP-Aufwertung, unaufhaltsam. Was machen wir jetzt? Kritischer Treffer. Unaufhaltsam, schützt alle Verbündeten 4 Runden lang vor Unterbrechung. Ja, das ist ja auch gut eigentlich, ne? Wir nehmen das. Wir nehmen diese Linie hier. Unaufhaltsam alle und nur unaufhaltsam. Schützt einen anvisierten Verbündeten 5 Runden lang. Ah ja, okay. Gut, jetzt werden wir aber das Inventar auch mal noch benutzen, weil es gibt ja auch diese... Dinge, die... Ja, hier. Verringert das Tempo einer anvisierten dunklen Kreatur 4 Runden lang. 4 Runden lang. Erhöht 5 Runden lang. Hier, die Dinger da, ne? Steigert LP zum Beispiel permanent um 5. Ja. Da gucken wir jetzt mal. Wie sieht es mit den Lebenspunkten aus? 191. 232. Ja, hier, der zum Beispiel kriegt jetzt direkt mal 2 von den Dingern. 1, 2, nehmen wir mal 3. Aurora auch. 1, 2, 3. So. Hier haben wir, steigert die Stärke permanent um 3. Wie sieht es denn aus? 39, 32, 29, 38, 43. Ja. Aber ich hau ja eigentlich entweder mit Aurora oder mit dem lieben Robert drauf. Also gehört das auch Aurora. So. Dann haben wir hier steigert die Verteidigung permanent um 3. Da habe ich 94, 82, 57, 150, 88. Das ist ja mal klar, dass der liebe Finn das bekommt. Dann haben wir hier 3-mal steigert die Magie permanent um 3. Ich weiß nicht, ob Aurora das braucht. Jetzt warten wir mal. 58, 28, 64, 20, 28. Also, sie kriegt mal 1. Sie kriegt 1. Mehr braucht es nicht. Ja, und sie kriegt noch 1. So. Dann haben wir, steigert die Magieresistenz permanent um 3. 92, 90, 143, 127 und 90. Dann kriegt er mal 2. Ja, sie spielt eigentlich keine große Rolle. Von daher hier Aurora. So, hier sind dann die ganzen erfüllten Aufgaben und so. Okay. Haben wir das auch mal erledigt. Bevor wir nun hier reingehen, will ich mal gucken, was es noch hier unten gibt. Stimmt, wartet hier auch wieder eine... Die Kammer! Wir müssen hinein! Aurora, nein! Bitte helft mir, der Kammer Zauber zu brechen! Oh,
Und das alles für ein Karriereversprechen? Nein, ja, meine Zukunft hängt davon ab. Du lügst. Jawohl, die Wahrheit? Ich tue es nur für Margaret. Ihr Anblick ist einfach unvergleichlich. Das Haar und die Locken, sie wallen reichlich. Ihre Augen glänzen und ihre Fellchen sind göttlich. Ob seidiges Fell oder die niedliche Pfote, wohin man auch geht. Kein Bolmus ist so toll wie Margaret. Erobern wir die Kammer zurück. Ernte ich Ruhm und Glück. Eine Beförderung wird man mir gewähren. Und Margaret mich ein Leben lang verehren. Aha. Och, was ist denn das? Huiuiui. Ist ja wirklich eine Mordskammer. Robert hat die Kammer, hat es verlassen. Uns? Verdammt. Ja, aber... Okay, also ein kleines Rätsel, nehme ich an. Ja, aber Leute, wisst ihr, kann ich jetzt eigentlich wieder zurück? Ich könnte jetzt zurück, ne? Doppelseite. Ja, komm, wir machen das jetzt, ja? Was passiert hier? Okay, und jetzt die zwei außen. Nein, das war nicht richtig. Jawohl, das war's schon. Na, das Rätsel darf man das fast nicht nennen eigentlich. So. Der Populi-Schatz ist zurückgewonnen. Jetzt wird Margarets Herz im Sturm genommen, auf das der Rubel wieder rollt. Oh, sieh nur all das Gold. Ignikolus, lass ab, das ist nicht unser Sold. Oh doch. Und hat sich der Gruppe wieder angeschlossen. Na perfekt. Und die Aufgabe erfüllt. Das ist ja noch viel besser. Und hier. Was gibt's hier? Feenelixier zweimal. Hier haben wir ein ungeschliffener Zitrin. Hier haben wir dreimal ungeschliffene Rubine. Oh, fein. Und wiederbeleben zweimal. Und das war's dann auch schon. Oder? Ich habe jetzt E gedrückt, weil, ne? Weil wir könnten ja auch mal hier in die Luft fliegen. Und gucken. Ne, okay, das war's tatsächlich. Okay, cool. Dann können wir uns jetzt ja dieser ekelhaften Spielenjagd widmen. Weiterhin. Boah, eklige Spinnen, eklige Spinnen, da ist er bestimmt wieder. Ja, ich könnte kotzen. Leute, habt ihr eigentlich auch so eine Spinnenphobie wie ich? Also bei mir nimmt das teilweise schon ein bisschen komische Ausmaße an. Muss ich schon sagen.
Ich bin froh, dass ich hier im fünften Stock wohne. Ich habe hier wirklich relativ wenig Spinnen, muss ich sagen. Also ich wohne jetzt hier 1,5 Jahre drin in der Wohnung und habe irgendwie, glaube ich, 2 kleinere Spinnen mal gehabt. Glaubt mir, das war voll das Drama. Aber ich habe es hinbekommen. Ich lebe noch. So, Aurora. Hau mal feste drauf. Fein. Du darfst später wieder ran. Jetzt ist erstmal Nora dran. Die verlangsamt nämlich wieder diese 3 Spinnchen hier. Boing. Und schon passiert. So, Aurora, hau drauf. Ja. Jawoll. Direkt den Konter gefahren. Klasse. So, dann kann sie nochmal handeln, weil wir haben doch jetzt auch, glaube ich, das Beschleunigen auf alle. Genau. Zumindest, dass Aurora das dann hat gleich. Weil Nora werde ich ja austauschen. Oh, wow. Ausgewichen. Verdammtes Drecksbiest. So, du gehst. Und Robert kommt. So, Robert. Dann schieß mal auf alle. Wenn man dich lässt. Ah, okay, komm, wir heilen mal auch ein bisschen mit unserem Glühwürmchen. Ja, jetzt ist sie wieder langsam, ne? Ich hatte eben noch beschleunigt, jetzt wieder langsam. Ah, shit. Gucken wir mal, dass wir zumindest die erste Spinne mal hier platt machen. Kritischer Treffer, jawoll! Und jetzt noch hier diesen Dreifachpfeil da. Und die erste Spinne hat es schon gekostet. Wunderbar. Ah, das kriegen wir schon hin. Auch wenn die gute Aurora sich sehr langsam auflädt unten im Balken, ist das kein Problem, dieser Kampf. Ich denke mal, dieser Hieb wird dieser Spinne da unten jetzt auch schon das Leben kosten. Ja, perfekt. Nochmal ein kritischer Treffer. Geile Sache. So, und die auch. Kritischer Treffer. Fast nur kritische Treffer diesmal. Was ist denn los? So, auch der liebe Robella darf wieder Punkte verteilen. Der Robert auch. Wunderbar. Schöne Sache das. So. Also gut, Aurora. Bei dir wollten wir ja, soweit ich weiß, auf den Lichtstrahl gehen. Ne, auf den Hieb. Genau. Auf den Hieb für alle. So. Ist er nicht mehr weit hin, ne? Rubella. Liebe Rubella. Was du, mein Sorgenkind. So. So, der Finn hat nix. Aber, oder? Nein, aber hier unsere große Schwester, die Nora, bei welcher wir ja auf hier, ne, diesen Weg gehen wollten. Gehen wir den mal weiter. So, und bei ihm wollten wir
Hier, ne? Oder? Sieht's aus. Pfeil abschießen. Verschießt einen Pfeil auf eine anvisierte dunkle Kreatur. Sicherer Schuss. Sicherer Schuss. Behindern. Behindern. Verschießt magische Pfeile, die das Tempo aller dunkel. Ja, wir machen diesen Weg hier. Gut. Dann eine Spinne fehlt uns wohl noch, ne, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Gehen wir erstmal wieder zurück. So, feine Sache. Und mal hier rein. Ups. Ups. Ein bisschen vorsichtiger, liebe Aurora. Autsch. So, das war es eigentlich bloß zum wieder zum Einsammeln gedacht, diese Höhle. Er hat gut getan. Es freut mich natürlich schon, wenn man. Autsch. Aber gut, ich bin da auch nicht sonderlich vorsichtig irgendwie und von daher habe ich jetzt sehr viel Lebensenergie verloren. Locker mal die Hälfte. Ist natürlich auch ein bisschen blöd. Aber egal, wir haben ja. Ups. Extrem viel im Inventar. Na gut, extrem viel ist ein bisschen übertrieben, aber genug. Hier, das benutze ich doch direkt mal. Passt. Jetzt noch ein bisschen Glühwürmchen-Energie. So. Okay, jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt gehen wir mal da hoch. Gehen wir mal rechts lang, oder? Hier ging es nicht weit, aber wir haben einen Verteidigungssternstaub gefunden. So. Let's fetz, Leute. Oh, guck mal, ein Stein. Mein Lieblingsgegner. Also, da mache ich jetzt nicht groß rum. Aurora haut da mal drauf. Perfekt. Den tausche ich ganz kurz gegen den Finn. Hau nämlich dann auf diesen Stein mal einen Monsun drauf. Oh, die Wasserpfeife hilft dabei. Fette Sache, fette Sache. Naja, muss nicht ausflippen, Steinchen. Muss nicht ausflippen, ist ja alles gut. Hier nochmal ein Monsun für dich, bisschen Wasser planschen, gell? Und dann passt es, dann dreht sich die Welt auch schon weiter. Alles in Liebe zu dir. Guck, bisschen Wasser zum Abkühlen, so. Und tschüss, 329, ja. So, und du kriegst auch noch ein bisschen was auf die Klappe, damit du dich nicht irgendwie so hintergangen fühlst. So, und du, lieber Finn, machst wieder Platz für unseren Robert. Und jetzt ist es bloß noch stumpfes Draufgekloppe. Stufenaufstieg. Und nochmal. Ja. Achso, Stufenaufstieg. So. Okay, bei Aurora ist ja klar, dass wir hier auf den Hieb wollen erstmal, ne? Das machen wir jetzt auch weiterhin. Zwei fehlen uns dazu noch. Achso, dann hat er noch irgendjemand. Ah, hier war es, der Finn. Ja, mein lieber Finn. Bei dir sind wir jetzt, haben wir hier, ne, den Blitzschlag erreicht. Nun wollen wir ja zum Monsun ganz dringend.
1, 2, 3, 4, 5, 6, noch 7 Mal, dann haben wir das auch geschafft. So, vorsichtig, hier kommt wieder Feuer aus dem Boden, ouch, geschossen. Oh, da ist er. Was ist das? Das sieht irgendwie anders aus als alles andere. Ah, shit, was ist das? Ist das noch... Ist das eine ganz eklige, super mega eklige Spinne oder was? Ah, ich könnte kotzen. Guck dir das Vieh an. Die webt ja nicht. Dann töten wir es jetzt, ne? Ja. Ah ne, die ist eigentlich genauso scheiße wie alle anderen auch. Bloß hat sie gerade halt gewebt, ne? Leute. So. Also, denkt nach. Typische Taktik hat sich bewährt. Und bam. So. Verteidige ich? Ne, ist auch blöd. Ich versuch's jetzt mal, sie zu beschleunigen. Die liebe Aurora. Ah, war klar irgendwie. Scheiße. Wunderbar. So, jetzt aber. Beschleunigen. Perfekt. Jawohl, cool. Genauso habe ich mir das nämlich auch gedacht. Autsch. So, das ist wieder Aurora. Dann haben wir nochmal auf die Spinne drauf. Nora werden wir nun austauschen gegen Finn, gegen Robert. Und Robert darf natürlich direkt wieder hier seinen Pfeilregen auf die Spinnen schleudern. Und Aurora macht ihn jetzt auch platt da. Ah, Robert wurde zurückgeschmissen, schade. Macht nichts. So, jetzt ist er aber tot. Jetzt darf Robert aber noch ran. Ha! Hieb! So, Robert. Pfeilregen! Und ein Hieb. Bam! Und gleich hinterher, Aurora. Wow! Ah, die Spinne ist gleich tot, also die unten meine ich. Die macht es nicht mehr lange. Ich denke, das wird sich jetzt auch erledigt haben. Oder? Jawoll, also. Konzentrieren wir unsere ganze Kraft auf die noch übrig gebliebene. Ah, Pfeilregen, ich Idiot, das macht überhaupt keinen Sinn. Es ist ja bloß noch ein Gegner. So, jetzt ist es kein Gegner mehr. Nun haben wir sein Herz von den Spinnweben befreit. Und haben ein paar Fertigkeitspunkte wieder zu verteilen. Die letzte Spinne ist ganz nah, ja, die war direkt im Herz gesessen anscheinend, ha? Oh je, 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 je. Autsch.
Ja, hier sitzt sie, seht ihr. Jetzt gehen wir aber erstmal noch nach oben. Hier kommen wir doch her, oder? Müssen wir nicht hin. Autsch! Die Spinnen lassen wir jetzt ausnahmsweise mal in Ruhe. So. Und bevor wir zu dieser Spinne nun kommen, zu dieser letzten, zu dem großen Gegner in diesem Dungeon, bevor es dazu kommt, hören wir mit dieser Folge erstmal auf. Ich bedanke mich wieder mal. Bitte abonnieren, wenn es gefallen hat, oder Daumen nach oben und einen Kommentar da lassen. Da freuen wir uns auch immer drüber. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Child of Light oder bei Watch Dogs. Wer weiß. Würde mich freuen, wenn ihr auch bei Watch Dogs reinschauen würdet. Bis denn, euer Quinos. Tschüssi.